Herzlich willkommen bei TV Unterhaltung. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem Kanal. Ja, ich bin noch ein Anfänger, aber mein Gott, das ist echt, ja. Das ist mehr real und besser als so ein aufgesetztes Lächeln und Reden, würde ich mal sagen. Ja, was erzähle ich heute? Ich erzähle euch heute, wie ich euch Tipps geben kann für einen Flohmarkt, wie ihr Geld machen könnt beim Verkaufen oder beim Suchen, ja. Und alles möglich. Ich fange jetzt mal an, wie ich dazu gekommen bin, auf den Flohmarkt überhaupt mal zu gehen. Ich bin 32 Jahre alt, ja. Ich war das erste Mal auf dem Flohmarkt letzten Sommer, zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich dachte mir vorher immer, hey, wer geht denn auf so Flohmärkte? Da ist doch nur Schrott. Nix. Da sind nur Schätze, wenn man richtig guckt. Das ist unfassbar, was man dort alles findet, ja. Und ja, ich gebe euch mal Tipps. Wenn ihr auch damit anfangen wollt oder ihr seid schon mittendrin, ja, was sollt ihr mitnehmen? Ihr könnt im Grunde alles mitnehmen, ja, weil jeder Mensch fühlt anders. Punkt 1, kauf dir Artikel, was du fühlst. Zum Beispiel, ich fühle Retro-Spiele, Retro-Konsolen oder Pokémon, Dragon Ball-Karten. Das fühle ich zum Beispiel, ja. Und zweiter Punkt, Trendartikel. Zum Beispiel dieses Jahr hat man ja gar nicht übersehen können, Pokémon on fire. Richtig ein Hype, ja, Pokémon. Und was kann man noch mitnehmen auf dem Flohmarkt? Kindheitserinnerungen, ja. Da kommt wieder Pokémon natürlich an erster Stelle. PlayStation 1 Spiele oder CDs, Schallplatten, ja. Also es gibt viel, ja. Alles, was du aus deiner Kindheit kennst, hol es, ja. Das ist nicht verkehrt, wenn die Erinnerung noch sagt, ja, zu meiner Kindheit habe ich noch Magic-Karten gesammelt. Du hast es damals nicht ohne Grund gesammelt, Kollege. Nicht ohne Grund, ja. Du hast es geliebt. Das heißt, die Leute, die jetzt älter geworden sind, lieben auch Magic-Karten, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, Nintendo-Spiele, Musik-CDs, und so weiter und so fort. Schuhe, ja. Schuhe sind auch krass. Da müsst ihr echt mal gucken. Sneakers, ja, da geht auch schon einiges. Und ja, das sind halt die Hauptpunkte, würde ich mal sagen, wo man die Augen aufmachen soll, ja. Zum Beispiel, das kennt jeder, das ist immer auf dem Flohmarkt zu sehen, ja. So ein Klassiker, ja. Ich würde einen Gameboy in diesem Zustand immer bis zu 30 Euro auf dem Flohmarkt ausgeben. Als Sammler würde ich sogar 40 bis 50 Euro ausgehen als Sammler, ja. Aber wenn du sowas verkaufen möchtest, versuch immer zu rechnen, dass du das Doppelte willst, ja. Zum Beispiel kauf das für 20, verkaufst für 40. Aber dass sie in diesem Zustand, ja, könntest du schon noch deine 60 Euro bekommen, ja. Das heißt, auf dem Flohmarkt 30 Euro würde ich dafür ausgeben, wenn du sie da verkaufen willst. Aber als Sammler würde ich natürlich mehr investieren. Ganz wichtig bei einem Gameboy oder allgemein, nehmt immer Batterien mit. Ja? Immer Batterien mitnehmen, dann könnt ihr das direkt testen, ob das funktioniert. Ja? Auch wenn es ein schönen Einblick, schön sauber ist, ja? Ein schönen Einblick euch Anblick, schönen Anblick euch verzaubert, ja. Kann ja immer was defekt sein am Bildschirm oder in den Knöpfen oder irgendwas funktioniert nicht, testet es vorher, ja, dann spart ihr euch die Reparaturkosten beziehungsweise eure eigene Zeit, wenn ihr sowas selber könnt, ja. Ja, also das fühle ich zum Beispiel, habe ich geholt für, was habe ich dafür bezahlt, im Bundle, da war eine Nintendo Wii Mario und Sonic Spiel dabei, OVP, so eine längliche Limited Edition, ich habe bezahlt 50 Euro, das Mario-Spiel und Sonic, was noch verpackt ist und sealed ist für die Nintendo Wii, ist ca. 100 Euro wert. Und das Ding, ja, so gesunde 55 bis 65 Euro, würde ich sagen. Das heißt, allein nur mit dem Ding habe ich mein Geld wieder und die Nintendo Wii, das Nintendo Wii-Spiel umsonst, ja. Das kann ich am Ende des Videos, zeige ich euch, was ich für ein Spiel habe, ja. Und das sind halt so Sachen, die ich fühle. Oder hier sowas. Mit Originalverpackung, Game Boy Color, mit allen Beipackzetteln dabei, ja. Das Ding habe ich
geholt. Das habe ich teuer eingekauft. Das war in einer Live-Auktion auf Twitch. Ich habe bezahlt, glaube ich, knapp 70 Euro habe ich dafür bezahlt, ja. Und wird gehandelt zwischen 100 und 125 Euro, würde ich mal sagen, ja. Ist auch ein super Zustand, finde ich. Und der Preis ist noch dran. 149 D-Mark waren das zu der Zeit, ne? Bei Müller. Also das heißt, auf dem Flohmarkt, ihr könnt, also wenn ihr zum ersten Mal auf Jagd geht, zum ersten Mal anfangen wollt, Geld zu verdienen, zum Beispiel, ja, holt erstmal, was euch gefällt. Damit ihr so ein Gefühl bekommt, mir gefällt das, kann ich damit Gewinn machen. Weil die Sachen, die man fühlt, kann man besser einschätzen. Deswegen verkaufen, besser präsentieren, besser, besser verkaufen, halt, ne? Bessere, ja, man kann es halt besser präsentieren, ja, weil man das kennt. Und wenn ihr euch nach und nach erweitern wollt von Retro-Konsolen Richtung Kleidung oder TCG, also Trading Card Games, ja, so Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, ja, da, das dauert halt, wenn man, dass man da so drin ist, das dauert, ja, man muss alles locker einen Monat recherchieren, und damit man so ein Gefühl bekommt, ah, okay, das kann auch was wert sein, das kann was wert sein. Klar, habe ich auf dem Flohmarkt auch Sachen gekauft, die ich bis heute noch zu Hause rumliegen habe, die ich nicht verkauft habe. Ja, falsch gefühlt, sage ich mal so, ne? Ich habe auch viele Musik-CDs gekauft, Hip-Hop-CDs, DMX, P. Diddy, damals Puff Daddy, Tupac, Eminem, Sido, Kool Savas, Backstreet Boys, die Popband, ja. Die CDs habe ich alle gekauft für 50 Cent, 30 Cent, alles weg für 4 bis 8 bis 10 Euro. Ja, so Hip-Hop-CDs, Alben, die gehen gut weg, die gehen gut weg, ja. Das findet ihr so oft auf dem Flohmarkt für 50 Cent, 1 Euro, ja. Versucht mal so 3 CDs zu holen, ja, weil die meisten wollen immer 1 Euro haben, ja. Versucht so 3 CDs zu holen und sagt hier 1,50 Fragezeichen. Derjenige geht dann auf 2 runter automatisch, ja. Da habt ihr 2 Euro bezahlt für 3 CDs. Ist auch in Ordnung, ja? So Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, holt euch den Shit. Das läuft, ja? Das läuft wirklich. Hätte ich auch nicht gedacht. Das war sowas Neues, wo man noch kleines Geld machen kann, ja? Das ist halt nicht viel Geld. Manche CDs gehen echt für 10 Euro weg. Manche gehen aber auch nur für 5 Euro weg. Aber man kann, wenn man halt Massen kauft, kann man viel Geld machen, ja? Man holt ja nicht nur ein, zwei Sachen und will verkaufen. Was bringt dir das? Nix. Bringt dir 10 Euro für die ganze Woche. Nein, kauf in Massen ein. Ja, das ist so mein Tipp, in Massen. Ja, so Konsolen lohnt sich auch immer zu kaufen. Eine PlayStation 1, PlayStation 2, 3, ja, ne? So versucht das für 5 bis 15 Euro zu holen, wenn ihr das weiter verkaufen wollt. Als Sammler natürlich immer das Doppelte, ja, maximal. Und was kann ich euch noch für Tipps geben? Was mache ich? Also ich verkaufe ja auch viel und ich jage viel. Das heißt, ich gehe 1-2 Wochen jagen, ja, auf Flohmärkten oder eBay Kleinanzeigen und einmal im Monat mache ich mir einen eigenen Stand auf mit den ganzen Artikeln, wo ich gesehen habe, okay, damit kann ich Geld machen, verkaufe ich. Ja, was ist mir aufgefallen? Ein reiner Retro-Tisch ist nicht gut. Ja, klar macht man sein Geld, aber nach einer Zeit kommen die Kunden nicht mehr. Du brauchst Retro, du brauchst Kinderspielzeuge, Schleichfiguren, unten Brettspiele für die Kinder, Memory, ja, oder Puzzle. Ja, du musst vielseitig sein auf dem Flohmarkt. Ich habe immer 3 Meter, bloß unten nochmal 3 Meter auf den Tischen, Retro, Nintendo, Gameboy, PlayStation, unten Spielzeuge, Fußbälle, Kreide für die Kinder. Wir haben Sommer, Kreide läuft, ja, holst dir so ein riesen Pack, ja, Kreide von irgendwo und verkaufst es halt teurer weiter. Klar, ich habe halt auch einen Vorteil, ich habe Zugriff auf Seiten, die nicht jeder hat, ja, also als Händler, ne. Ich habe ein paar Seiten natürlich, wo ich agieren kann, ja, das wird auch alles natürlich dann auch natürlich in der Buchhaltung vorkommen, ja, und so weiter. Also ich verkaufe nur auf Rechnung, damit ihr es wisst, ja, also Pokémon-Sachen, OVP, ja, so Sachen, ja, und was wollte ich jetzt noch euch sagen, was kann man noch, ja, wie gesagt, seid vielseitig, ja, vielseitig sein,
Kleidung, so Mützen, so NBA-Zeug, Ami-Zeug, ja, das läuft immer. So Mützen halt, Trikots, ja, laufen auch immer recht gut. Ein Tipp von mir, seht ihr diese Bilderrahmen? Die kriegt ihr bei Teddy oder im Internet locker zwischen 1 Euro und 3 Euro, ja? Zwischen 1 Euro und 3 Euro, kommt auf die Größe an. Kauft euch das in Massen, geht zu einer Foto, zu einem Fotoladen, DM oder Rossmann, ja, macht so ein großes Bild, sucht euch schöne Bilder von Pokémon aus, Yu-Gi-Oh! Oder Rock'n'Roll, Elvis Presley oder Indianerbilder, wie auch immer, ja, oder Anime-Figur, was ihr wollt. Ja, seid vielseitig, ja, macht ein paar Indianerbilder, ein paar Rock'n'Roll-Bilder, ein paar Anime-Bilder, ja, und macht das in den Bilderrahmen rein. Ihr zahlt pro Bild in dieser Größe 2 Euro vielleicht bei DM oder bei Rossmann. Für den Bilderrahmen sagen wir mal auch 2 Euro. Sagen wir mal, wir sind bei 5 Euro. Die Bilder auf dem Flohmarkt kriegst du immer deine 10 Euro, wenn die schön sind, ja. Schöne Bilder, 10 Euro bis 15 Euro. Ich habe 7 Bilder so gemacht auf Flohmärkten. Dreimal habe ich es mitgenommen und 7 Stück verkauft, ja. Ist eine gute Quote von 3 Flohmärkten, 7 gemachte Bilder verkauft. Ein Satz 5 Euro, ich habe es verkauft für 12 und 13 Euro. Ja, das heißt, du hast dein Geld also mehr als verdoppelt, ja, mit nichts, ja. Wenn du auf dem Flohmärkten nichts findest, um Geld zu machen, dann kannst du so Bilder machen, ja, so Bilder machen, reinstellen, kannst auch im Internet verkaufen, aber auf dem Flohmarkt kannst du auch verkaufen. Ja, so ein Tipp so von mir, wenn man echt wenig Ware hat, einfach ein bisschen denken und sagen, ach komm, ich mach was Cooles mit so Bildern und verkauft die weiter, ja. Und ich gebe euch noch einen Tipp, was auf Flohmärkten sind halt viele Leute in meinem Alter, sagen wir 30 plus, das heißt, die hatten eine schöne Kindheit. Wenn ihr die Dinos kennt, ja, Zeichentrickserie, die Dinos, wenn ihr da so ein Bild mit den Dinos habt oder Gummibärchenbande oder was weiß ich, die fressen es auch von eurer Hand weg. Die kaufen das 100%. Vielleicht nicht an dem Tag, aber irgendwann ist es weg. Irgendwann hast du einen Plus gemacht und ja, so kriegst du auch deine Ware zusammen, ja, wenn du halt nichts findest. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt es unter die Kommentare, ich beantworte es euch. Und schönen Grüß an meinen Hater. Ich habe einen Hater, der ist richtig aktiv. Kuss, 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 Bruder. Weiter so. Weiter, mach weiter so. Hetz-Kommentare, ich liebe das. Ja. Und ja, geil. Ich danke dir, Bruder, dass du wirklich die Zeit investierst, um die Tasten zu drücken, um mich fertig zu machen. Mann, ich habe einen Schmerz. Ich hab einen Schmerz. Das Schmerz übertrieben so. Weiter. Vielleicht schaffst du es noch. Vielleicht besiegst du mich, Bruder. Komm, gib Gas. Gib Gas. Dieses Pitch, ja, das du auf Türkisch geschrieben hast, Bastard, das reicht doch nicht. Ich will was Härteres von dir hören, Bruder. Noch härtere Wörter. Komm, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Wir glauben an dich. Das war's. TV-Sabenthaltung. Ich küsse eure Augen. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, hier rein. Und ja, bis dann, euer TV-Sabenthaltung. Ciao.